So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und zwar geht es um einen neuen Kanal. Ja, der LPN05 hat schon wieder einen. Diesen wird er aber auch wirklich verwenden. Also, versprochen, versprochen, versprochen. Es geht nämlich um einen GTA-Kanal, GTA Noob 05. Auf diesem wird ab Samstag jeden Tag ein GTA-Video folgen. Minimum 1 bis 2 Videos, das ist versprochen. Und es wird sich alles um GTA drehen, von SAMP bis GTA 4 werde ich alles durchnehmen. Kann auch sein, dass dort Let's Plays zu den GTA-Teilen kommen, dass ich auch GTA 4 dort LPen werde. Auf jeden Fall, die K-Mod-Videos werden auf LPN05 bleiben. Das ist, da kommen sie nämlich sehr gut an, da werde ich sie lassen. Aber zusätzliche Mods wie Explosion, was weiß ich, wird da auf dem Channel kommen. Noch weitere Vorstellungsvideos oder auch werde ich dort eine Herausforderungsserie einführen. Ihr könnt mir also Herausforderungen stellen, wie zum Beispiel Spring von der Freiheitsstatue. Was das jetzt für einen Sinn hat, das lassen wir mal dahingestellt, aber ihr könntet mir das machen. Ich würde da eine Herausforderungsserie einstellen, damit ich so coole Challenges in GTA abschließen muss. Werde Server-Tests da machen von GTA San Andreas. Da will ich aber noch ein Video zu machen, also bitte jetzt nicht die Kommentare damit zu spammen. Und ja, ab Samstag wird dann täglich 1 bis 2 Videos folgen, das ist versprochen, wie gesagt. Die Uhrzeiten werde ich euch noch im Channel sagen, wann die Videos genau hochkommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da abonnieren würdet, wenn ihr richtig auf GTA Bock habt, und das sind ja einige von euch, und ja, da werdet ihr dann täglich mit der Dosis GTA bombardiert. Die Zeiten werden aber so gelegt sein, dass ihr jederzeit auch noch die Videos auf Let's Play 05 gucken könnt, also wird nicht 14 und 18 Uhr was kommen, sondern wird die Zeit ein bisschen anders legen, dass ihr auch noch dafür Zeit habt. So, ich bin raus, ich freue mich schon mal auf euch auf diesem neuen Channel, ab Samstag, wie gesagt, geht's los, und dann mit der vollen Dosis GTA. Bis dann, ciao!